Leute, hier möchte ich jetzt für euch nochmal ein, nennen wir es, sehr spannendes Video machen. Ja, ich weiß, ich bin bereits zweimal drauf eingegangen. Einmal in meinem Simare Standing Farm Video, einmal in meinem Update Video. Aber ich muss einfach sagen, das ist eine so wichtige Sache, deshalb muss ich es euch einfach nochmal zeigen. Simaris hat jetzt hier im Angebot die 5 Umbra-Mods, also die beiden Opfer und die 3 schattenhaften Mods. Und gerade die 3 schattenhaften Mods, die wollt ihr euch alle 3 noch einmal kaufen und die auf Stufe 0 lassen. Das wollt ihr wirklich machen, weil es hat einfach extreme Vorteile, wenn ihr das macht. Es gibt einfach Frames, da würde man gerne 2 oder sogar 3 von den Mods verwenden. Und naja, man kann es nicht ohne Umbra-Formers reinzustecken. Aber es gibt einfach Frames, die sind nicht gut oder nicht gut genug, dass sich das lohnt. Als kleines Beispiel, als allererstes, nehmen wir Inaros. Ist ein Frame, der kann einfach nur auf Leben tanken, der braucht keine Fähigkeiten oder sonst was. Der ist einfach, ja, der ist da. So, schauen wir uns das aber mal an. Wir haben schattenhafte Verstärkung drin, schattenhafte Vitalität drin und schattenhafte Faser drin. Wir benutzen keine einzige Fähigkeit. Wofür brauchen wir schattenhafte Verstärkung auf Max? Brauchen wir nicht. Machen wir den auf Stufe 0 rein, ich glaube, da haben wir Kosten von 6, haben 10 Punkte mehr, haben 11 Punkte übrig, könnten Adaption auf maximaler Stufe reinmachen und noch den leeren Modplatz hier verwenden. Was will man denn noch mehr? Das ist nur ein Beispiel. Gegenbeispiel. Bei einem sauguten Frame. Nicht Inaros, ich sag saugut und gebe Inaros ein. Mehr failen kann man gar nicht. Das ist... Wow, wow. Okay, machen wir mit einem guten Frame weiter. Wisp. So, was ist bei Wisp? Wisp ist einer der Frames, wo ich sagen würde, macht 2 Umbra-Former in diesen Frame. Hatte ich auch vor, ich wollte eigentlich mein nächstes Umbra-Former in Wisp reinstecken. Macht das nicht? Wofür braucht Wisp schattenhafte Rüstung? Schattenhafte Faser. Braucht Wisp nicht. Wir haben eine Schadensreduktion von 63%. Geil. Machen wir den raus. Schadensreduktion von 36%. Oh nein, wir kriegen mehr Schaden. Naja, wir können einfach Arcana Beschützer reinmachen. Er gibt uns 900 Rüstung flat. Das bedeutet, wir wären nicht mehr bei ein paar 500, die wir vorher hätten, sondern wir wären bei 1075. Das ist eine Schadensreduktion von über 70%. Das heißt, wir können uns ein komplettes Umbra-Former sparen und bekommen hier oben noch den Modplatz dazu. Und das ist halt das Geile. Weil überlegt mal, wir machen gleich nochmal den Mod hier auf Stufe 0 rein, sobald ich ihn habe. Und dann hier oben machen wir nochmal den Stärke-Mod rein. Und schon haben wir mehr Stärke als vorher, haben ein bisschen weniger Rüstung, aber die Rüstung brauchen wir auch nicht. Und das ist halt das Schöne. Wir können das Ganze jetzt machen und es gibt ein paar Frames, wo es sich das wirklich lohnt. Also ich muss jetzt natürlich selbst auch nochmal ich muss leider nochmal alle Frames durchgehen, aber ich denke, es gibt doch schon ein paar, wo man das wirklich machen kann. Mir würde gerade einfallen, Neides, wo es sich noch lohnen könnte. Muss ich halt schauen. Vielleicht, also es gibt einfach ein paar Frames, wo man es in Betracht ziehen kann und es ist halt schön, dass wir das jetzt auch machen können. Und das finde ich einfach so eine super Sache. Vielleicht noch Crandall. Ja genau, der wäre auch so einer. Da könnte man auf Rüstung verzichten. Da muss man aber dann wirklich aufpassen. Ich denke, da wäre es dann schon eher intelligenter, auf Stärke zu verzichten. Aber da muss man dann wirklich überlegen, will man auf irgendwas verzichten. Ich wollte euch einfach nur zeigen, die Mods sind wieder verfügbar und die ermöglichen euch halt komplett neue Spielweisen. Zum Beispiel fällt mir jetzt auch noch ein, hier Chroma mit Umbra-Mods, da haben wir Verstärkung und Vitalität drin. Könnte man jetzt ja zum Beispiel überlegen, im Nicht-Umbra-Chroma, dass man da dann ein ungemaxtes Vitalität reinmacht, aber da hat man wieder Probleme mit dem Leben, also... Klatscht es nicht blind überall rein, weil ihr euch denkt, oh geil, ich kann alle Mods benutzen. Es muss schon Sinn machen. Zum Beispiel hier, wenn ihr Vitalität auf Stufe 0 reinmacht, das ist ja eigentlich nicht so intelligent, weil ihr braucht ja eure Gesundheit. Von daher, gutes Gegenbeispiel. Geht das einfach ein bisschen geschickt an und das wird euch schon viel helfen, denke ich. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.